Ja, die ist meine Lieblingstochter. Die einzige. Die einzige, die ich habe, ja. Ich bin Delika, bin 17 und mache Lehre als Fachfrau Kundendialog bei der Swisscom und bin im zweiten Lehrjahr. Ich bin der Jean Sichangu, der Vater von Elika. Ich bin Sachi, ich bin 20 und ich bin Elikas Kollege. Im Callcenter bekommt sie Anrufe und sie muss die einfach bearbeiten und sich um die Kunden kümmern. Kunden, die nicht immer zufrieden sind. Sie zuständig ist, mit solchen Kunden sich zu unterhalten. Wir lernen, wie man mit Kundenaufträgen umgeht, also Reklamationen, Telefon, wo kommen rein und raus. Also sie können am Morgen her vorbereiten und dann können sich schon die ersten Anrufe weiterhelfen oder eben Reklamationen bearbeiten. Eigentlich ist das so das, wir tun eigentlich callen. Den ganzen Tag callen. Es gibt nämlich noch so Schulungen und so. Es gibt Abwechslung. Ich denke, sie ein Tisch hat. Mit einem PC. Sie hat ein Telefon. Und noch mit einem Headset. Ich weiß nicht, ob du einen kleinen Kühlschrank hast und ein schönes Swisscom-Bild wahrscheinlich, denke ich. Wir haben mega viele Sachen, die wir anschauen müssen. Also haben alle eigentlich zwei PCs, die Glücklichen haben nämlich drei. Daneben da hat es ein Telefon, das übrigens nie angelangt wird. Gewisse Leute haben einen Stressball, falls sie einfach sich ablenken müssen oder so. Communication. Technology. Informatik. Interaction, I don't know. TTI ist eigentlich ist ein Telefon, ist so ein Balken auf dem PC. Wenn ich auf Pause drücke, wenn ich also die Musik rein tun, wenn ich abnehme, wenn ich weiterleite tun. Also alles, was eigentlich das Telefon in dem Sinn macht, das machen wir mit dem CTI. Hat all die Optionen, die man hat. Drin. Ja, das ist das CTI. Also das ist ein WLAN-Router von Swisscom. Das ist nice. Das ist Swisscom-Box. Die neue übrigens. Wir kennen die Geräte fast in- und auswendig, weil wir mega viel damit zu tun haben. Das ist mein Alltag. Hey Swisscom? Ja. Das ist das iKnow. Das ist wie eine interne Webseite von Swisscom. Und da kann sie auf verschiedene Tools zugreifen, Infos von Swisscom lesen, was Neues gibt oder was neue Produkte gibt bei Swisscom. Da kann sie da alles nachlesen und sich informieren darüber. Das ist unsere Bibel. Da hat es alles drin. Vor allem für Lernende ist das Tool mega wichtig am Anfang. Alles, was du wissen musst und alles, was du wissen willst, steht alles im iKnow drin. Ich denke, ja, über 100. 25? Von Kunden 0. Von Mitarbeitern sage ich jetzt mal 3, 5. Acht. Den ganzen Tag, denke ich. Ich sage so 7 bis... Oh nein, 6 bis 7. Ich hoffe, dass sie nicht mehr als 3 Kaffee pro Tag nimmt. Trinkst du? Ich weiß nicht. 2, 3? Gar keinen. Ich trinke keinen Kaffee. Ich will Kaffee überhaupt nicht haben. Dafür Energy Drinks, aber das habe ich jetzt auch ein bisschen aufgehört. Also gar kein Koffein. Yeah.